Landwirt Praxistest. Ameisen sind extrem fleißig und können das Hundertfache ihres eigenen Körpergewichts tragen. Giant, also sinngemäß Riesenameise, nennt die niederländische Firma Tobroco Machines ihre Rad- und Teleskoplader. Ihr Vergleich passt, denn die Fahrzeuge sind klein, flink und kräftig. Wir haben dem Bestseller unter den Giant-Hofladern auf den Zahn gefühlt, dem V452T. Unter der Motorhaube dieselt ein Vierzylinder-Triebwerk von Kubota. Aus 1,5 Litern Hubraum werden maximal 45 PS mobilisiert. Der Antrieb ist sehr spritzig und erlaubt flotte Fahrmanöver. Sogar an Steigungen hält die Maschine ihre Geschwindigkeit. Da ist es kein Problem, wenn die Transportwege am Hof mal etwas länger ausfallen. Diesen Eindruck bestätigen auch die Prüfstandsmessungen der BLT Wieselburg. Die von uns getestete Heavy-Duty-Ausführung verfügt serienmäßig über 12 Tonnen Planetenachsen und eine elektrische Differentialsperre. Das bringt mehr Schubkraft und erlaubt Fahrgeschwindigkeiten bis etwa 25 Stundenkilometer. Per Knopfdruck am Joystick wechselt man die beiden Stufen des hydrostatischen Fahrantriebs. Auch die Schubkraft kann sich sehen lassen. Das haben wir vor allem bei der Siloentnahme mit einer Schneidzange zu schätzen gelernt. Die hohe Förderleistung der Hydraulikpumpe erlaubt zügiges Arbeiten. Der robuste Hubarm stemmt alle Lasten anstandslos hoch. So war es jedenfalls in unserem Test. Sogar einen kleinen Vertikalmischer konnten wir befüllen. Bei größeren Futtermischwagen sollte man sich aber eine Laderampe einrichten, denn bei 2,78 Meter Hubhöhe ist Schluss. Per Knopfdruck aktiviert man das patentierte Stabilo-Sicherheitssystem. Dann stützen zwei Hydraulikzylinder das Drehgelenk der Maschine. Das reduziert die Kippgefahr und sorgt für sicheres Fahrverhalten mit schwerer Ladung. Leider gibt es keine Anzeige der aktuellen Hublast. Der Fahrer muss sich auf sein eigenes Gefühl verlassen. Unser Testkandidat war mit einem klappbaren Sicherheitsverdeck ausgestattet. Auf Wunsch gibt es auch eine vollwertige Kabine. Das Platzangebot geht in Ordnung, die Bedienung ist einfach. Gute Noten gibt es auch für die verstellbare Lenksäule und das übersichtliche Armaturenbrett. Am großen Multifunktions-Joystick sind die wichtigsten Maschinenfunktionen zusammengefasst. Die Position ist aber nicht optimal, vor allem für Fahrer mit kurzen Armen. Gefallen haben uns die gute Sicht auf die Werkzeuge und die hydraulische Geräteverriegelung. Wenn es der Einsatz erfordert, kann man mit dem Handgashebel eine bestimmte Motordrehzahl vorgeben. Die Fahrgeschwindigkeit regelt man dann feinfühlig über das Fußpedal. Der kleine Lader ist sehr wendig und agil, ideal für den Einsatz auf engen, verwinkelten Höfen. Dank der hohen Bodenfreiheit und der breiten Bereifung spricht auch nichts gegen einen Ausflug ins Gelände. In der von uns getesteten Ausführung kostet die gelbe Ameise knapp 46.800 Euro inklusive Mehrwertsteuer. In Grundausstattung sind es rund 4.300 Euro weniger. Unseren ausführlichen Testbericht mit allen Ergebnissen findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 14/2016.